Hallo, einen wunderschönen guten Morgen aus Kaikoura. Wir haben es jetzt mittlerweile geschafft, hier ja, bis nach Kaikoura hochzufahren. Die Strecke war offen, manchmal ein bisschen abenteuerlich, also man sieht halt schon die Schäden von dem Erdbeben und auch innerhalb der Stadt. Also es ist lange nicht so viel los wie vor 2 Jahren, was teilweise erschreckend ist, wie heftig das hier gewütet haben muss. Wir sind gestern schon angekommen, wollten eigentlich eine Delfin-Tour machen. Allerdings hat sich das jetzt erledigt, weil was dazwischen gekommen ist mit dem Auto. Das müssen wir jetzt noch reparieren. Und da haben wir uns jetzt entschieden, okay, wir machen hier auf der Kaikoura Peninsula, das ist so eine Halbinsel hier, machen wir halt einen Küstenwalk und fahren dann runter nach Christchurch, um das Auto zu reparieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen hier ein paar Seelöwen. Ansonsten hoffe ich, dass der Wanderweg genauso schön ist wie vor 2 Jahren. Ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Letztes Mal hätte man um die komplette Halbinsel laufen können. Ich habe gelesen, dass durch das Erdbeben das teilweise nicht mehr möglich ist. Schauen wir einfach mal, wie es so wird. Kamera ist natürlich wie immer dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute mal wieder was machen. Bis später. Wir fahren hier gerade die Strecke entlang, die ja doch relativ schwer von dem Erdbeben mitgenommen wurde. Und hier, das ganze Stück ist komplett zu, weil die Straße nur einseitig befahrbar ist. Ich hätte niemals gedacht, dass das so heftige Schäden sind. Vor allem, das sind jetzt mittlerweile 5 Monate her. Ich will gar nicht wissen, wie die Straße aussah, wie gesagt, direkt nach dem Erdbeben hier. Und man sieht überall auch, dass die Leitplanken halt einfach komplett verschoben wurden. Also, das muss schon ganz schön heftig gewesen sein.